Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Ja, ein Moggel hat mich veracht. Gagebarima, Leute. Das Moggel habe ich natürlich hier unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und natürlich die Moggel-Agentur habe ich auch verlinkt, natürlich, liebe Freunde. Falls ihr euch mal selber überzeugen wollt, könnt ihr machen. Ja, wir fangen aber ganz von vorne an. Am Anfang wuchte ich halt nicht, dass das ein Moggel ist. Das wuchte ich am Anfang nicht, liebe Freunde. Und wiege mich verarscht und alles. Da gehen wir heute ein bisschen drauf ein. Ich versuche mich aber hochzufahren. Das Video wird nicht hier Gunge geht oder Fei Gunge geht. Das wollen wir ja nicht. Aber deshalb versuche ich mich hochzufahren. Wenn ihr noch ein paar Gefahren haben, deutet am Ende. Dann greift mich auf Instagram an. Da kann ich euch nochmal genau alles erklären. Aber wie gesagt, hier vor dem Video versuche ich mich hochzufahren. So, letztes Jahr in April hat es angefangen. Ich habe letztes Jahr in April eine Nachricht bekommen. Und da hat die Person gegeben, hi. Ich mir nicht bei gedacht, Antwort auf die Nachricht. Gebe auch hi zurück. So, dann haben wir mir auch mal gegeben, ein paar Monate. Dann haben wir immer gegeben, hey, wie geht es dir? Was machst du gerade? Und ja, Audio hat die halt gemacht. Ich habe Audio gemacht, kam halt gerade nochmal Nachrichten gegeben. Ach, ein bisschen freundschaftlich halt. Nachrichten gegeben. Und da war noch nichts mit Liebe und Gogi Rege. Haben wir ganz nochmal Nachrichten gegeben und ganz nochmal unterhalten. Ja, so ging es jetzt ein paar Monate, bis dieses Jahr es losging mit Liebe. Ja, ihr habt richtig gehört. Es ging los mit Liebe. Und ich bin auf die Verache reingefallen. Wer wurde nicht drauf reingefallen? Junge, eine hüftige Frau, die hüft auch sieg. Da fällt auch jeder drauf rein. Da wurde auch jeder drauf reinfallen. Und ihr wisst, ich liebe Emo-Frauen, ihr wisst es. Und natürlich bin ich da drauf reingefallen. Normal. Ja, wer wurde von euch gar nicht drauf reingefallen, liebe Freunde? Wer nicht? Und ich habe ja auch monatelang mit ihr Nachrichten gegeben. Das ist es ja. Monatelang habe ich Nachrichten geschickt mit ihr. Monatelang. Ja. So, letzten Monat hat es angefangen. Letzten Monat ging es hoch. Da ging es ihm. Ich liebe dich und alles und go weiter und go fort. Ich liebe dich. Und er hat ja auch jeden Tag gegeben, mein Schachki. Ich liebe dich und alles. Was machst du gerade, mein Schachki und alles hoch? Manche Tage war ja nicht connect gewesen. Da habe ich mir gedacht, okay, ja, das liegt vielleicht gar nicht, weil die Gong abhängig ist. Ja, sie ist Gong abhängig. Und die ist alkoholabhängig und Kirecken abhängig. Also geil verkorn, die nicht gut ging. Und die ihr Leben geringern, also ihr Leben verkochten. Ja, ich habe natürlich mir nicht bei gedacht, habe mir gedacht, okay, ist doch egal, ob die Erkrankung abhängig ist, oder alkoholabhängig ist, oder kirchenabhängig ist, das ist mir scheißegal, habe ich mir gedacht. Wenn man dich liebt, liebt man dich wirklich keine Rolle, ob derjenige Erkrankungsabhängig ist, oder alkoholabhängig ist, oder was auch immer, oder kirchenabhängig ist, das spielt keine Rolle, dachte ich mir gar in diesem Moment. Ich gebe ganz normal mit ihr halt immer mit Guten Morgen, wie geht es dir heute, meine Süße? Und alles, go weiter und go fort. Sie liebt natürlich auch ganz normal. Und so ging es natürlich ein paar Wochen. Ja, so ging es ein paar Wochen mit. Mit, wie geht es dir, Süße und Tachki und alles. Und dann haben wir dann ja mal Video telefoniert. Ja, es kam irgendwann gar nicht, dass wir Video telefoniert haben. Und die war auch ganz nett gewesen am Anfang. Also ich habe mir wirklich gedacht, okay, ja, da könnte Hummer laufen mit ihr und mir. Habe ich am Anfang wirklich vermutet. Ja, irgendwann kam dann, irgendwann habe ich dann eine Nachricht auf Instagram erhalten von einem Mann. Ja, den Namen will ich jetzt nicht erwähnen, wie er auf Instagram heißt. Und den habe ich auch nicht verlinkt, weil, wie gesagt, ich will ihm gar Rauch halten. Ich will ihm keine Probleme bereiten. Das möchte ich nicht. Und deshalb halten wir den Mann einfach mal Rauch. Wir nennen den Mann jetzt einfach mal Michael. So. Sagen wir einfach mal, Michael hat mir eine Nachricht geschickt. Go, Michael hat mir eine Nachricht geschickt und hat mir gegeben, dass er von die Olle veracht wurde und dass die bei ihm gehockt hat, wie die ihm nie guckt und alles und ihm dann veracht hat. Ja, ich habe mir am Anfang gedacht, okay, ja, vielleicht lügt der Typ, vielleicht gümpft es nicht, was er erzählt. Vielleicht ist das gelogen. Vielleicht gümpft es ja nicht, was er gar erzählt. Meine Freunde sagten auch, Alka, geh viel gehüpft, folge ich auch. Guck mal, wie du auch siehst, guck mal, wie sie auch geht. Das ist so, wie du verarsche. Die verarsche ich nur, die liebt dich gar nicht, die verarsche ich nur. Ich natürlich dumm gewesen, hab auf meine Freunde nicht gehockt, hab auf den Typen nicht gehockt, hab natürlich gedacht, okay, ist die wahre Liebe. Irgendwann, wie gesagt, irgendwann hab ich dann herausgefunden, okay, ja, gar Gümpkum mach nicht, ja, die versucht mich zu verarschen. Und dann habe ich gedacht, okay, biere ich die Rolle einfach mal mit und kugeln die verarschen. Hab die Rolle dann mitgebiert und hab dann natürlich weiterhin gehockt, wie ich die liebe und alles.
weil ich ja wissen wollte, was kommt denn da an Ende Rauch. Am Anfang hatte ich ja auch noch den Bang gehabt, vielleicht besuche ich die ja mal und gucke mal, wo die da gewohnt. Aber das Problem ist, da hatte ich wirklich Rauch gegeben. Ich habe versucht, keinen Rauch gefunden, wo die wohnt. Die hat mir auch einen Ort geschickt, aber ob der Ort gewählt ist oder nicht, weiß ich nicht. Keine Ahnung, liebe Freunde. Ich habe selber auch einen Ort herausgefunden, aber ob der gewählt ist, weiß ich auch nicht. Aber ich habe ja zwei Orte. Aber wie gesagt, ich mache mich gar jetzt nicht auf den Weg hin, liebe Freunde. Von mich hat sich das jetzt erledigt. So, jetzt fragen wir mal gucken, was jetzt noch alles passiert ist. So, das war ja noch nicht das Ende, liebe Freunde. Wir haben monatelang, wir haben miteinander gegeben, wirklich Liebe gegeben, haben Video telefoniert und alles rum und ganz natürlich. Irgendwann hat sie mich dann gefragt, ob ich ihr Nacktbilder schicken kann. Da dachte ich mir, Nacktbilder, nein, guach, schicke ich im Internet. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall, Leute. Auf gar keinen Fall, Leute, schickt niemals irgendwelche Nacktbilder. Schickt es niemals, ich warne euch, schickt keine Nacktbilder. Ihr könnt noch male Bilder schicken, aber keine Nacktbilder. Schickt keine erotischen Bilder. Macht es nicht. Egal bei wem, macht es niemals. Auch wenn ihr es gefolgt habt mit Giacomo Monatelang Programm Galk, schickt niemals ihr Nacktbilder. Macht es nicht. Und an die Frauen auch, schickt niemals irgendein Mann Nacktbilder. Macht es nicht. Gach. Ist nicht gut. Die kann Nacktbilder kann die Frau weiter verbalken und andersrum genauso. Wenn ihr jetzt, wie ihr gesagt, andersrum ist das genau das gleiche. Wenn ihr Frauen jetzt Nacktbilder an die Männer schickt, können die Männer die Nacktbilder weiter verbalken. Deshalb, bitte schickt keine Nacktbilder. Macht es nicht. Ich habe es natürlich nicht getan. Ich habe keine Nacktbilder geschickt. Und weil ich mich darüber lustig machen wollte, habe ich dann einfach auch im Internet, bin bei Google reingegangen, habe dann einfach Bananenbilder geschickt. Ja, Leute, ihr habt richtig gehört. Ich habe einfach ganz normale Bananenbilder geschickt. Bananen auch im Supermarkt. Davon habe ich Bilder geschickt. Das war mega lustig gewesen. Weil, mir gar, ich schicke euch schick ihr keine Nacktbilder. Hallo, bin ich dumm, Leute? Bin ich dumm? Bin ich dumm? Nein, bin ich nicht. Also, habe ich ihr natürlich nicht geschickt. Deshalb habe ich ihr nur Bananenbilder geschickt. Ja, ich fand es dann halt sehr lustig, dass ich Bananenbilder geschickt habe, aber normal. Normal, weil ich ja gemerkt habe, dass ich mich verarschen gucke und so, habe ich gedacht, okay, schicke ich hier Bananenbilder, warum nicht? Ja, so. Orman, wie gesagt, Orman war dann weit gekommen, da habe ich dann gesagt, da habe ich dann natürlich gesagt, oh, ich liebe dich und alles, mein Tschachki und ja, ich freue mich, wollen wir mal wieder aufgreifen und dann ging es los. Dann ging es los mit Beleidigung, dann hat sie mich beleidigt. Dann ging es los. Ich bin hässlich, ich wollte nie Folgen bekommen. Und dann war das Schauspiel endlich vorbei, liebe Freunde. Endlich war das Schauspiel vorbei. So, dann ging es los. Dann gibt ihr mir, angeblich ist die nicht volljährig. Angeblich ist die minderjährig. Angeblich habe ich mich strafbar gemacht, weil ich ja mit dem Minderjährigen Nachrichten geschickt habe und gegeben habe, ich liebe dich und alles. Ja. Angeblich ist die jetzt auf einmal minderjährig, wo die am Anfang gesagt hat, die ist volljährig. Ich habe gar Beweise gefunden, wo die gesagt hat, dass die volljährig ist. Ja, und am Ende sagt die mir halt, ja, ich bin minderjährig und ja, ich kann nicht jetzt anschreien, kann jetzt zur Polizei gehen, kann hier Probleme bereiten und hat mich halt geguckt mit Polizei und alles. Und gach ich ja dann im Gefängnis lange, weil ich ja mit dem Minderjährigen Nachrichten geschickt habe. Da lange ich ja im Gefängnis, das ist ja strafbar, mit Minderjährigen und Nachrichten gucken, wirklich liebe dich und alles, das ist ja strafbar und. Ja, dann habe ich gefragt, wie alt bist du denn? Dann hat ihr gegeben, 17 oder 16 hat ihr gegeben. Ja, aber ihre Bilder weisen halt gar darauf hin, dass die nicht minderjährig ist. Guckt euch die Bilder an, liebe Freunde. Ich habe auf Instagram Bilder hochgeklickt. Wie gesagt, folgt mir auf Instagram. Habe ich hier auf meinem YouTube-Kanal, in den Kanal verlinkt, mein Instagram. Und da habe ich natürlich die Bilder gepostet. Da könnt ihr euch ja mal selber überzeugen, ob ihr denkt, guckt, dass die minderjährig ist oder ob ihr denkt, guckt, die ist volljährig. Ja, und die ist ja auch bei Mogelagentur. Und bei Mogelagentur kaufen mir eigentlich keine Minderjährige rein. Ja, die Mogelagentur ist auch nicht richtig seriös. Das gar, ich komme mal vorab. Die ist auch nicht seriös. Ich und meine Feska, wir haben nicht was herausgefunden. Meine Feska, die ist nicht dumm, die ist grau, die hat was herausgefunden. Ja, weil die mir ja Angst gemacht hat und gesagt hat, die geht zur Polizei und alles, die Olle, hat meine Feska Kontakt mit die Olle aufgenommen. Meine Feska hat Kontakt mit die Olle aufgenommen und Kontakt mit die Morgenkur aufgenommen. Und mal gar, was los ist, was gache ist. So, meine Feska hat Sachen herausgefunden, die gab bei irgendwas, die go machen guck. Nummer 1, die hat mich beleidigt, die hat gegeben, hoffentlich bist du bei Kurk und was die mir alles gegeben hat, die Olle.
Gach ich gaf war. Gach gaf gib mir nicht schicken ohne Nachrichten. Und wach gib mir alles, wie mag. So, ein weiter Punkt. Wenn ihr angeblich minderjährig ist, gaf ich kein Alkohol trinken, gaf auch kein. Gaf kein Alkohol trinken. Nächster Punkt. Die ist gungabhängig. Gaf kark begangen, Erfolg. Gungabhängig, gaf kark. So, gern hat ihr noch ein Güstkorb-Torber. Wo die Erotik-Check anbietet. Ja, die bietet Erotik-Check an und die behauptet ja, dass die minderjährig ist, also darf die keinen Erotik-Check anbieten. Also haben wir gar wieder was gefunden, was nicht okay ist. Bing, bing. So, Morgenankur ist angeblich, die ist angeblich minderjährig, dann darf die auch nicht bei der Morgenankur mitmachen. Gach darf die nicht. Da darf man nur mitmachen, wenn er volljährig ist, liebe Freunde. Ja. Also wirklich minderjährig sein, ist gar strafbar. Denn ich gehe morgen an Kur ungeliehig. Und weil ja oft genug bei mir behauptet hat, und bei meiner Schwester auch behauptet hat, dass die minderjährig ist, wollte die morgen an Kur ja strafbar machen, liebe Freunde. Also von daher. Und von die morgen an Kur, die haben wir ja auch gerade auf angegeben. Wir haben die morgen an Kur Nachricht geschickt und haben gegeben, ja, warum beschäftigen Sie hier eine Minderjährige? Was denkt ihr? Kam eine Nachricht von die Morgenankur? Nein, es kam von die Morgenankur keine Nachricht. Ungeheuer, ungeheuer, die Morgenankur, ungeheuer. Es kam nicht eine Nachricht von die Morgenankur, nicht eine Nachricht. Die Morgenankur, ungeheuer. Also, in Garkirk. Die Olle hat mich komplett jetzt geblockiert, weil meine Festkarte hat ihr Pakakka erzählt, meine Festkarte hat gesagt, dass die als Minderjährige keinen Discord-Körper haben darf, wo Erotik-Check angeboten wurde. Als Minderjährige darf die natürlich auch nicht bei Morgel-Ankur, als Morgel arbeiten. Das darf die nicht. Dann hat die mich beleidigt. Hake beleidigt natürlich. Dann hat die mich nach Nacktbilder gefragt. Darf die auch nicht. Ich auch darf kack. Es gibt so viele Sachen, was die gemacht hat, was darf ich. Also von daher, wir haben genug gefunden, was strafbar ist. Und das haben wir ihr natürlich mitgeteilt, was wir alles herausgefunden haben. Und daraufhin hat die mich blockiert. Ja, die hat mich blockiert. Und sie hat meine Schwester auch blockiert. Und die Morgenankur hat bis heute nicht geantwortet. Wie gesagt, die Morgenankur hat nicht geantwortet. Also bis jetzt wissen wir immer noch nicht, ist die minderjährig, ist die volljährig. Wir wissen es immer noch nicht. Aber wir sind unsicher, sollte was passieren, sollte die irgendwas gemacht haben, sollte bei mir irgendein Beef von der Polizei oder so kommen, wo ich dagegen natürlich vorgehen. Weil wie gesagt, liebe Freunde, ich sage offen und ehrlich, sie hat mir gesagt, dass sie volljährig ist. Hat ihr gesagt, habe ich auch auf Bank mit Audio und alles, wo ihr gesagt hat, dass sie volljährig ist. Also von daher, sollte was von der Polizei kommen, sollte ich Probleme bekommen, wo ich natürlich einen Anwalt einschalten, Gach geht Corona-Prozent fest, gleich einen Anwalt einschalte, Gach geht Corona-Prozent fest und dann gibt es richtig Ärger. Ja? Und falls du das sehen wolltest, ich glaube nicht, dass du das siehst, aber wenn ich Freunde von dir sehen wollten, kann ich das Video mit ihr, weil sie muss das unbedingt sehen. Also, solltest du einfach gegen mich unternehmen wollen oder was auch immer, wo ich wach gegen dich unternehmen, Gach geht fest, meine Gute, Gach geht fest, wo ich wach gegen dich unternehmen, weil Minderjährige Golfenbank gegangen nämlich nicht machen. Und da kann ich gegen dich vorgehen. Und ich kann auch gegen die Morgenankur vorgehen, weil die ja mit Minderjährigen Kugam arbeiten. Man darf ja nicht mit Minderjährigen Kugam arbeiten. Also von daher, lieber Ruhe geben und mir keinen Kerker machen, dann mach ich dir Kerker. So einfach ist der Hochgehage. So einfach ist der Hage, dann mach ich dir Kerker. Und dann wollen wir mal gucken, wie weit du kommen kannst. Dann wollte ich nämlich einen Anwalt einschalten und dann ist Feierabend in Kakon. Ja, dann ist Feierabend. Dann wollte ich einen Anwalt einschalten. Also wollte ich irgendein Beef von der Polizei bekommen. Leute, wie gesagt, wollte ich einen Anwalt einschalten und der wollte ich dann um alles kümmern. So, jetzt kommen wir nochmal zurück. Warum poche ich jetzt keinen Checkverlauf von ihr mehr? Warum poche ich das jetzt nicht? Hast du vielleicht Angst? Oder warum poste du jetzt nicht den Checkverlauf? Warum machst du es nicht? Ja, Nummer 1 ist natürlich ein bisschen, ist das ja, wie gesagt, wenn die wirklich minderjährig ist, ist das hart strafbar, wenn ich den Checkverlauf poste. Ich habe mich nämlich ein bisschen informiert. Wenn ich den Checkverlauf öffentlich poste,
Ich gach hart gafbar. Also welchen Gang ich halt verlauf brauche. Welchen Birchgang gafbar mach brauche, ich auch ein Birchgang gafbar, aber nicht go golle. Aber wenn ich den Gang nicht verlauf brauche, morgen, ich gach hart gafbar, liebe Freunde, wenn die wirklich minderjährig ist. Natürlich ich gach auch gafbar, wenn die nicht minderjährig ist. Ist natürlich auch richtig. Aber, wie gesagt, da wollen wir halt mehr passieren, wenn ich den ganzen Tag Verlauf brauche. Und ich habe ja ein bisschen was gebrochen hier auf dem Kanal gesehen, ey. Ja. Aber ich kann halt nicht alles davon brauchen. Das ist nicht möglich, liebe Freunde. Ja, auf Instagram, da habe ich natürlich ein paar Bilder gebrochen. Die könnt ihr euch natürlich angucken, die mir privat geschickt hat. Könnt ihr euch angucken. Da sind echt luchtige Bilder dabei gewesen und luchtige Videos natürlich, was die mir gerade geschickt hat. Und da seht ihr auch mal richtig, wie die auch gegen alle Pipapo und Koho. Ja, ich habe die hier auch in Fangmehl reingepackt, wie ihr sehen habt. Ja, die ist in Fangmehl drin. Und die Bilder, die ich in Fangmehl gepackt habe, die gehen von die Morgenankur. Deshalb habe ich auch die Morgenankur hier verlinkt. Bei Mamuchki, ich glaube, Mamuchki gengo ja verlinken, wenn er Bilder von die verwendet. Ich glaube, Mamuchkacko ja. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich habe das einfach mal gemacht. Ich habe die einfach mal verlinkt, die Morgenankur. Und ich habe natürlich sie auch verlinkt, falls ihr mal gucken wollt, bei ihr, was Gargoloch ist. Weil ich habe die Olle euch mal verlinkt. Nach Morgel, die mich verarscht hat, die habe ich euch mal verlinkt. Und ja, mehr gibt gar nicht zu gar, liebe Freunde. Also die Checkverläufe wollte ich nicht veröffentlichen. Wenn ihr mir auf Instagram bleibt, kann ich euch ein bisschen davon schicken, das ist kein Problem. Aber nicht alles, das mache ich nicht, liebe Freunde, das mache ich nicht. Ich kann euch vielleicht ein bisschen davon schicken, das ist kein Problem. Aber alles kann ich euch davon auch nicht schicken und das wollte auch lange dauern, weil ich habe mit ihr geil letztes Jahr Kontakt gehabt, geil letztes Jahr im April hatte ich mit ihr Kontakt und Nachrichten gegeben, Audio und Bug, auch immer alles. Und da kann ich natürlich nicht alles euch schicken, das geht nicht. Aber auf alle Fälle wird das hier bei YouTube das letzte Video über ihr sein. Aber ich wollte noch ein Video darüber machen, wie Frauen euch im Internet verarschen. Da wollte ich noch ein Video darüber machen, weil ich wurde ja verarscht und mein Kumpel wurde ja auch verarscht und ich kann zwei verschiedene machen, wie Frauen Männer im Internet verarschen. Und da habe ich, wie gesagt, Whiskey Wache auch gefunden und da wollte ich natürlich auch noch ein Video die Kage drüber machen. Und falls ihr noch einfach wissen wollt oder so geil bisschen Kommentar, aber ich glaube, das müsste alles gewesen sein. Und teilt dieses Video, um andere Männer zu warnen, dass die nicht auf Giege Dame reinfallen. Weil ich suche ich immer wieder neue Opfer, das ist das Problem. Ich bin nicht das eigentlich Opfer. Ja, kommen viele Männer verarscht. Das ist das Problem. Und falls ihr eine Idee habt, wie können wir die aufhalten, dass die damit aufhört, Männer zu verarschen, kommentiert mal. Weil ich habe keine Ideen. Wenn ihr Ideen habt, sagt mir. Natürlich auf dem legalen Wege, liebe Freunde. Nicht auf dem illegalen Wege, legalen Wege natürlich. Weil wir wollen uns ja nicht strafbar machen. Das wollen wir ja nicht, liebe Freunde. Das wollen wir ja nicht. Aber wenn ihr gegen habt, dann sagt es. Natürlich könnt ihr sie auch mal eine Nachricht schicken und könnt ihr auch mal sagen, dass das so nicht geht. Das könnt ihr natürlich sagen, dass die damit aufhören sollen. Das könnt ihr natürlich machen. Aber ob die auf euch hört, ist die nächste Frage. Ich bezweifle es. Dass die damit aufhört, ich bezweifle es, liebe Freunde. Natürlich könnt ihr auch die Morgenagentur, könnt ihr natürlich auch Nachrichten schicken. Das könnt ihr natürlich auch machen. Aber ich glaube, die wollen euch sowieso nicht antworten. Die ignorieren nämlich jeden. Das ist das Problem. Die ignorieren jeden. Die antworten nicht. Die Morgenankur ist ungeheuer. Wo es die Morgenankur schon jahrelang gibt, aber ist ungeheuer. Ich habe nämlich ein bisschen mich informiert und ja, die arbeiten wirklich mit minderjährigen Programm. Nicht alle Morgens bei ihrer Agentur sind minderjährig, aber ein paar davon sind minderjährig. Ihr könnt das selber überprüfen. Dafür müsst ihr einfach nur bei die Morgenankur gucken, wem die alles folgen. Und dann guckt ihr einfach mal bei die Frauen da vorbei, die Morgenankur folgt. Und bei manchen Frauen geht ihr ja das Alter, wie alt die sind. Und da ich wüsste dann, okay, minderjährige sind dabei. Natürlich könnte ich jetzt sagen, okay, ich gehe zur Polizei, ich kuh rechtliche Lücke wegen die Morgenankur unternehmen, weil die mit minderjährigen Programm arbeiten, weil es ja nicht okay ist, es ist ja nicht erlaubt, es ist ja verboten mit minderjährigen Programm arbeiten, aber wach bink ich, liebe Freunde, wach bink ich. Solange ich meine Ruhe habe und die nicht einfach gegen mich unternehmen sollte, wo ich natürlich hier auch in Ruhe lachen und wo ich auch weiterhin machen lachen, was die will halt. Und ja,
Und mit die Männer verarschen, weil, wenn ihr Idee habt, wie können wir auch Goppen, die Aufwand Männer verarschen, habt ihr eine Idee, was können wir da machen, habt ihr Ideen, weil die wollen immer weiter Männer verarschen, die Probleme gegangen, die wollen immer weiter machen. Man muss keinen Riegel vorschieben, dann macht die immer weiter, die wollen weiter Männer verarschen. Wenn ihr eine Idee habt, kommentiert, greift mich auf Instagram an. Wenn ihr vielleicht auch ein Opfer von ihr wart, teilt mir auch mit, schickt mir Beweise. Alles so, liebe Freunde. Wir müssen doch gar was unternehmen. Es kann doch nicht sein, dass die weiterhin Männer im Internet verarscht. Es kann nicht wahr sein, das geht nicht. Darum verarscht die weiterhin Männer im Internet und das geht nicht. Wir müssen was unternehmen und ihr seid meine Community, also helft mir, liebe Freunde, um gerne Frauen auch im Verkehr zu schieben. Das geht auch von so auch zu machen. So, liebe Freunde, wie gesagt, geht auf Instagram, auf meinen Instagram-Account und guckt euch noch die Bilder an, die ich veröffentlicht habe. Habe ich heute veröffentlicht, wo das Video online kommt. Und ja, falls ihr einen KKW gegen Gold das Video. Ich habe auch Rebellis angelegt, da könnt ihr die Bilder euch auch nochmal angucken. Da seht ihr nochmal die Bilder, die ich mir privat geschickt habe. Und natürlich die Videos, die ich mir auch privat geschickt habe. Und ja, ob das gemein ist, da ich jetzt Bilder von ihr veröffentlicht habe oder Video von ihr veröffentlicht habe, ja, natürlich ist das gemein, aber natürlich ist das nicht okay. Ich weiß selber, dass es nicht okay ist, aber man muss doch irgendwas unternehmen, liebe Freunde. Sind wir offen und ehrlich, man muss irgendwas unternehmen. Und die hat ja letztes Mal auch Bilder von mir einfach genommen und gepostet und Videos, also von daher finde ich das okay, was ich gemacht habe. Aber die Bilder, wie gesagt, wurden nur auf Instagram verfügbar gegangen und die Videos natürlich auch. Deshalb müsst ihr auf Instagram gehen, da seht ihr die Bilder und Videos, die ich mir privat geschickt hat. Und ja, da fragt ihr auch ein bisschen mehr. Da fragt ihr auch noch die beiden Wohnorte, die ich herausgefunden habe und noch viele andere Dinge. Deshalb folgt mir auf Instagram. Und hier unten natürlich in der Videobeschreibung ist natürlich die Modelagentur verlinkt und natürlich ihr Instagram-Account ist verlinkt. Und ja, bis gleich. Und ja, liebe Freunde, bis dahin, ciao, danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr noch einmal wissen wollt, teilt mich auf Instagram an. Bis dahin, ciao. Und teilt das Video mit allen Männern, die ihr kennt. Alle Männer, die ihr kennt, teilt das Video mit allen Männern, die ihr kennt. Weil die Männer müssen Bescheid wissen, weil Gong macht die immer weiter und jeder Mann wird gern veräppelt. Das kann nicht sein und wir müssen aber auch unternehmen, liebe Freunde. Also von daher, teilt das Video mit allen Männern, die ihr kennt und lasst das Video viral gehen. Das muss viral gehen. Wir müssen was unternehmen. Ich hoffe, ihr macht mit.